Hallo, ich bin Angela. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Unter meinem allerersten Video, da ging es ja auch um das Microblading, hatte mich jetzt neulich eine Zuschauerin gefragt, wie es aussieht, ob ich immer noch zufrieden bin. Und dann dachte ich, oh krass, ich habe einfach vergessen, das Video zum Nachstechen zu Ende zu filmen. Deshalb kommt es jetzt und außerdem haben mich auch viele von euren Fragen erreicht, die ich heute in diesem Video beantworten werde. Also, wann war ich das erste Mal beim Microblading? Das war im Sommer, ich glaube im Juni 2020, also letztes Jahr. Und wann war ich zum Nachstechen? Das war dann 10 Monate danach. Die Form hatte dann schon so ein bisschen nachgelassen und da war es einfach mal wieder Zeit. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt davon, wie meine Augenbrauen nach 10 Monaten nach dem ersten Stechen ausgesehen haben. Dann könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen und ganz kurz darauf bin ich dann auch zum Nachstechen gegangen. Man sieht, die Form ist zwar noch erhalten, aber an der einen oder anderen Stelle sind definitiv auch schon ein paar Lücken. Und ich bin jetzt auch ganz leicht mit einem Augenbrauenstift rübergegangen. Ich finde, man sieht trotzdem, dass die Augenbrauen nicht mehr so gleichmäßig sind wie direkt nach dem Stechen. Außerdem darf ich sie im Moment auch nicht zupfen, damit sie dann die richtige Form erkennen kann. Also falls ihr jetzt hier so überall abstehende Härchen seht oder hier zwischendrin mal ein paar Haare, die da rausgucken, das liegt daran, dass ich sie bis zum Microblading nächste Woche nicht zupfen darf. So, dann habt ihr mich gefragt, wie es bei mir mit der Krustenbildung ausgesehen hat, weil viele von euch damit Probleme hatten nach dem Microblading. Also ich hatte eigentlich so gut wie gar keine Kruste, muss ich sagen. Ich habe einfach so nach Anweisung gepflegt und natürlich hat es sich so ein bisschen wund angefühlt am Anfang, aber mit Krustenbildung hatte ich ehrlich gesagt gar keine Probleme. Damit ihr das auch mal sehen könnt, blende ich euch jetzt nochmal einen kleinen Ausschnitt ein von meinen Augenbrauen, wie sie 2 Wochen nach dem Nachstechen ausgesehen haben. Und da sieht man dann auch, ja, dass alles sehr, sehr schön verheilt ist. Und zwar seht ihr ja auch, dass oben und unten nochmal das ein oder andere Haar nachwächst. Das ist auch völlig normal. Also außerhalb der gestochenen Form wachsen die Haare natürlich. Ich habe gerade angefangen, sie wegzuzupfen und dann dachte ich, ach nö, ich zeige euch das mal, dann könnt ihr das auch mal sehen. Und ansonsten finde ich, ist die Form wirklich richtig schön und total natürlich. Also genauso, wie ich es mir gewünscht habe, genau wie beim ersten Mal auch. So, und hier nochmal als Gesamtbild von ein bisschen weiter weg. Da seht ihr auch nochmal die Form mit dem ganzen Gesicht sozusagen. Und ich bin echt super happy. Und die Heilung hat auch wunderbar funktioniert. Ich hatte mit Krustenbildung überhaupt gar keine Probleme, wie beim ersten Mal auch. Und deswegen kann ich diese Feebrows-Technik jedem nur ans Herz legen. Dann wolltet ihr noch wissen, wie lange es gedauert hat, bis dieses intensive Dunkelbraun auf den Augen, also diese intensive Farbe einfach nachgelassen hat. Ich muss sagen, so 1 bis 2 Wochen hat es schon gedauert und da war es noch sehr, sehr intensiv, wo man eigentlich auch sagen würde, boah, also das sieht man dann wirklich, dass da irgendwas gemacht wurde an den Augenbrauen. Aber nach 1 bis 2 Wochen ging es ziemlich schnell zurück und dann sah es auch sehr, sehr bald sehr natürlich aus. Dann hat mich noch eine Zuschauerin gefragt, ob es normal ist, dass wenn man die Augenbrauen anschließend mit dem Wattestäbchen pflegt, dass dann das Wattestäbchen so ein bisschen braun ist, dass die Farbe ein wenig abgeht. Ja, keine Sorge, es ist ganz, ganz normal, dass sich diese intensive Farbe, die auch teilweise ja in der, ja in den ganz, ganz, ganz obersten Schichten sozusagen drin ist, noch ein bisschen löst und das wird sich im Laufe der Zeit aber geben. Alles ganz normal, macht euch keine Sorgen. Dann zur Frage, ob ich immer noch zufrieden bin. Ja, ich bin immer noch sehr, sehr zufrieden und ich bin auch mit dem Ergebnis des Nachstechens super zufrieden. Ich würde es jederzeit wieder machen und ich glaube, dieser 10-Monats-Rhythmus, das ist natürlich bei jedem anders, weil die Haut sich unterschiedlich schnell erneuert bei uns.
Aber ich würde nach 10 Monaten definitiv nochmal hingehen und ich glaube, das ist ein guter Rhythmus für mich. Ich werde auch immer wieder gefragt, wo ich war. Neulich zum Beispiel war ich beim DM und die Kassiererin hat mich gefragt, wo ich meine Augenbrauen machen lassen habe. Ich war in Hannover, also ich komme ursprünglich aus Hamburg, aber bin dafür dann immer nach Hannover gefahren, bei Luxus Beauty bei Aldiana. Und da hat es mir auch super gut gefallen. Ich würde auch immer wieder nach Hannover fahren. Zur Frage, wie viel ich bezahlt habe. Ich habe fürs allererste Stechen 390 Euro bezahlt und bei meinem Studio ist es so, wenn man innerhalb von 12 Monaten wieder hingeht, beziehungsweise bevor ein Jahr abgelaufen ist, dann zahlt man fürs Nachstechen nur noch 150. Unter meinem ersten Microblading-Video waren auch ziemlich viele Fragen zum Thema Pflege, wie pflege ich meine Augenbrauen danach, die Nachpflege nach dem Stechen und ich glaube, es ist da sehr, sehr unterschiedlich. Jedes Kosmetikstudio hat vielleicht eine bisschen andere Art zu stechen. Es gibt auch unterschiedliche Varianten, wie man Microblading machen kann und deshalb auch unterschiedliche Vorgaben, wie man die Augenbrauen nach dem Stechen pflegen sollte. Ich habe zum Beispiel eine kleine Dose mit einer Creme mitbekommen, die sah so ein bisschen aus wie eine Vaseline und die musste ich mir in den ersten Tagen wirklich mehrfach alle paar Stunden mit einem Wattestäbchen auf die Augenbrauen auftragen und die Augenbrauen auch regelmäßig mit so einem sensitiven, ja, Babypflegetuch reinigen. Und mit Babypflegetuch meine ich einfach diese Packungen, aus denen man die Tücher rausziehen kann, aus der Babyabteilung in der Drogerie. So, das war jetzt ein kleines Update zu meinen Augenbrauen und ich hoffe, ich habe alle eure Fragen beantwortet. Falls ihr weitere Fragen habt, schreibt sie mir natürlich gerne unten in die Kommentare rein. Ich habe außerdem mal meine Augenbrauenroutine für euch abgefilmt, insbesondere auch die Routine mit Microblading-Augenbrauen. Also die verlinke ich euch gerne mal hier oben und unten in der Infobox. Da findet ihr dann wirklich alles zum Thema Zupfen, Augenbrauen schneiden, Fadentechnik, Pflege nach dem Microblading, einfach wie ich meine Augenbrauen style jetzt aktuell. Und mein Video, wo ich das allererste Mal beim Stechen war, verlinke ich euch natürlich auch. Macht's gut, ihr Lieben. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dann!